Das war eine krasse Zeit im Frühjahr, wie wir den Lilly Tag Team Hype hatten. Für die, die es nicht wissen, da ging es darum, dass, ja, wenn wir hereinschauen, diese hier, Lilly, der weibliche Hauptcharakter von Sonne und Mond, da gab es einen riesen Hype. Irgendeine japanische Karte ging mega weg für, glaube ich, $80,000. Und danach sind alle Lilly-Karten gestiegen. Und natürlich hatten Leute FOMO, ja, ich natürlich auch, und ich hatte dann hier die hier gekauft, weil ich Angst hatte, dass ich was verpasse. Ich hatte die Karten selbst davon nicht am Schirm. Und da gab es riesengroße Preissprünge. Die ging noch weg für unter 50, die ging dann auf 200 hoch. Mittlerweile ist die dann wieder etwas runtergegangen. Die hier, zeige ich gleich vorweg, bevor wir das Video schauen, gab es einen Mega-Crash. Die hatte ich geholt, ich habe es auch auf Rainbow geholt hier. Und ja, was auch noch oben ging, waren dann quasi die, ja, diese hier, die Tag Team Karten. Auch der hier ist mehr gestiegen. Die Preise waren jenseits von Gut und Böse. Das habe ich mir dann noch zweimal gegönnt. Wie ihr seht, mir wurde dann auch was storniert. Was mir auch storniert worden ist, war das Rayquaza und das Psyana, was ich mir erst gekauft habe. Da hatte ich ein mega Schnäppchen gemacht. Generell werden auf Kartenmarkt viele Sachen storniert zurzeit, was extrem nervig ist. Aber ich sage mal so, das war jetzt mal die Einleitung und lass uns jetzt mal drüber reden, über den Hype aus dem Jahr 2023 im Frühjahr und was jetzt passiert ist. Sind diese Karten noch was wert oder war das alles ein, ja, ein großes Missverständnis und einfach nur ein Fehler? Also wir müssen mal sagen, dass es ja generell ein Nullsummenspiel ist. Immer wenn jemand gewinnt, verliert jemand. In dem Fall hat irgendjemand sehr krass verloren. Irgendjemand hat es für 1000 gekauft, ein paar Stück. Und dann ging es immer weiter nach unten. Ne? Und das ist halt das mit FOMO. Leute haben Angst, dass sie was verpassen. Und natürlich, am meisten gewinnen kann man mit PSA-10-Karten. Aber man kann auch am meisten verlieren, wie wir hier sehen. Eine 9er war auf 250 und jetzt wäre sie auf, muss ich mal jetzt, auf $90. Also, ja. Es ging etwas nach oben, schlussendlich bei der Karte. Wenn wir bei der Population schauen, sehr spannend, gibt es ja eigentlich nur 1000 PSA 10. Da sieht man schon, wie wenig die Population ist bei Sonne und Mond. Es war wesentlich weniger, als was wir jetzt bei Schwert und Schild haben. Es ist auch wesentlich weniger populär. Dann haben wir die Lilly aus Ultra Prison. Die ging auf 3000 hoch im Peak. Total geisteskrank. Hätte man ja fast 2000 Profit machen können, wenn man es gekauft hätte im Oktober und dann weiterverkauft hätte. Und schlussendlich ist die Karte jetzt aber auch etwas über dem vorigen Niveau, wenn wir hier schauen, war sie so bei 900, jetzt ist es bei so 1200. Also auch da natürlich die höchsten Zuwächse bei der 10 und bei der 9er auch jetzt hier ist etwas über dem vorigen Niveau. Und da kommen wir jetzt zu Cosmic Eclipse und Lilly Full Force. Das war so ein bisschen ein, wie soll man sagen, irgendwie ein Shotprint. Heute habe ich das Gefühl, weil wir werden das jetzt ein paar Mal sehen, der Populationsbestand ist extrem niedrig. Nur 593 Zehner, insgesamt 1000. Ja. Und da sieht man schon, das Ding ist dann natürlich auf, wo haben wir es, jetzt auf 300 und im Hype war es auf 600. Also das ist ziemlich wenig. Wir werden dieses Set noch mehrmals sehen jetzt in diesem Video. Dann haben wir hier jetzt mal die japanische Lilly-Version. Und ihr seht hier, da gibt es noch 1400, die ist auf 20.000 hochgegangen und jetzt ging es runter auf, sind wir bei 8.000. Also wer diese Karte gekauft hätte, vor dem Hype oder sagen wir im Hype für 1000, hätte hier 19.000 Profit gehabt, ziemlich brutal. Also wenn ich so eine Karte hätte, ich würde sie verkaufen, ehrlich gesagt, ich würde sie nicht behalten, weil man kann nicht wissen, ist es jetzt ein echter Preis, geht es dann noch weiter, dann geht es wieder nach unten, wird das weiter steigen. Dann haben wir hier die Lilly Full Force auf Japanisch. Ich glaube, das ist auch ziemlich krank hier auf 3500 und jetzt ist die Karte auf 600. Also wer sie gekauft hätte vor dem Hype, waren wir bei 200 und schlussendlich jetzt auf 635, Höchstpreis bei 3300. Dann haben wir hier die Karte für 25.000. Das war die Lilly von GX Battle Boost. 20.000. Keine Verkäufe mehr. Wir sehen nur den 9er ging für 6.000 weg. Es gibt aber 1.400 Stück. Und 738
10er. Na, da haben wir die hier, da haben wir den Preis hier für 100.000 Dollar. Wow. Und jetzt hatten wir schlussendlich einen neuen Preis für etwas über 30.000. Also wer diese Karte gekauft hätte, 2021, hätte hier 90.000 Profit machen können. Richtig kranke Sache. Die Karte ist extrem low pop, wenn ihr schaut, nur 312 Stück. Aber ja, ich glaube, die Karte müsste man länger am Schirm haben. Könnte diese Karte vielleicht so wie ein neues Glurak werden. Man wird sehen mit der Zeit, was passiert. Aber das ist natürlich nicht normal, aber dass die Karte dann auch nicht so stark runtergefallen ist. Ich meine, 30.000 für eine Pokémon-Karte ist immer noch extrem viel. Ich bin gespannt, ob es da wieder nach oben gehen wird. Ja, falls ja, ist es natürlich auch gut für die ganzen Lily-Karten hier. Ja, also sollte man sein Auge drauf werfen. Und dann haben wir hier anscheinend gerade einen Datenbankfehler bei dieser Karte, die in dieser Lily-Box drin war. Ging für 4.500 weg und jetzt auf 840. Also die Karte ist auch klar über den Vor-Hype-Preis. Sehr spannend, wenn man beschwert, so ein Schild stand in Mani. Die ist gestiegen hier und dann ist sie auf einen Tiefpunkt gegangen. PSA 10 123 und 72 auf PSA 9. Das fand ich krass. Wir haben dann diese hier, die witzigerweise Vega gegradet worden ist, wie die aus dem Base-Set und die auch nur mit einer 40%igen Chance eine 10 ist und die ist derzeit auf 123 der gleiche Preis. Das ist ziemlich krass. Auf Japanisch haben wir hier 4.800. Das ist krass. Ist eigentlich recht stabil gewesen. Scheint es da wie, ich glaube, das ist jetzt das, was eigentlich schon angedeutet worden ist in mehreren Videos, bezüglich Overprints, weil das ist ziemlich heftig. Wenn wir hier schauen, da geht es einfach nur noch runter. Ich meine, die Karte ist immer noch auf 200. Sie ist im Hype auf fast 1200 gestiegen. Wow. Und da geht es immer weiter nach unten. Natürlich 13.000 mal gegradet. Da sieht man schon, dass diese High-Class-Sets von Schwert und Schild auf Japanisch richtig, richtig heftig sind. Ja, 17.000 insgesamt. Brutal. Tag-Team-Karten, wenn wir schauen, da ging es teilweise auch nach unten natürlich, von 1.000 auf 500. Das Gengar von 1.800 auf 800 immer noch. Wir haben das Latios und Latias, welches auf 1.500 immer noch ist. Also klarer Anstieg von den 3.000 vom Hype. Also hier, ich glaube, eine richtige Erfolgsgeschichte, diese Karte. Hat jemand gesagt, ja, die Karte war nur 20 Dollar wert, 20 Euro wert, bevor es rausgekommen ist. Aber so ist halt Low Pop, verglichen mit Schwert und Schild, ist das alles Low Pop bei diesen Tag Team Karten. Ja. Dann, wenn wir so ein bisschen Trainerkarten schauen, von Sun und Moon Team Up, ging etwas nach oben, hatte ich auch halten können eigentlich. Wir haben dann Cosmic Eclipse, die Tag Team Karten auch hier recht stark. Sehr low pop mit nur 510ern. Auch die Lily hat sich recht stark halten können, würde ich sagen, mit 140 in der 9. Und ging auch nach unten, aber insgesamt ist das Preisniveau höher. Krass ist hier Arceus und Dialga Palkia, diese Steinstatue-Karte, die extrem legendär ist. Spannend hier in der 9, hat sich kaum was getan, aber der 10er ist oben geblieben. Das ist immer schon eine 10 hat. Größere Schwankungen. Man kann mehr gewinnen, man kann mehr verlieren. Auch hier die Karte ist eigentlich recht stabil. In der 9, 10 eher gestiegen. Hier tendenziell geht es noch etwas nach unten. Und ja, wenn wir es nachher weiter schauen, haben wir Dream League. Das war ja so ein richtig krasses Hype-Set. Also was hier abgegangen war, war richtig verrückt. Von 1.800 oder sogar von 3.000 ist diese Karte jetzt auf 600. 6.300 mal gegradet. Und da sieht man auch schon ein bisschen, nur weil eine Karte 6.000 mal gegradet ist, ja, in der 10, heißt das nicht, dass die Karte komplett wertlos ist. Also immer noch 618. Das heißt, wir haben hier quasi sowas wie Schwert- und Schild-Populationsbestände und trotzdem ist diese Karte recht teuer. Ich glaube, das ist etwas, was noch sehr wichtig sein wird. Das heißt, nur weil etwas hochpop ist, heißt das nicht, dass diese Karten nichts wert sein können. Ja, weil 600 ist extrem überdurchschnittlich für die Karte, finde ich. Dann haben wir hier 6410er.
Die Karte ging steil nach unten auf 79 von 500, wer es gekauft hat, mein Beileid, tut mir leid. Trainer Red ist vor Hype-Niveau, aber auch hier 7000 Stück. Wir haben die Rosa mit 5500 gegradet, sind wir auf auch einen sehr hohen Preis, auf 650, total geisteskrank. Die Karte ging richtig runter auf eigentlich gar nichts mehr auf Japanisch. Von 26 Dollar jetzt quasi auf 600 sogar. Ja, auf Japanisch auch hier 5200 Mal gegradet. War auf 3000 und jetzt ist sie auf 500. Giflor, ähnliches Bild. Auch hier haben wir ähnliches Bild. Und jetzt kommen wir zu Tag Team Chicks All Stars, welches meiner Meinung nach extrem gut aufzeigt. Schwert und Schild versus Schwert und Schild Heikle Set versus Sonne und Mond Heikle Set, weil hier die Top-Karten nur 2200 Mal hier gegradet worden sind. Auch hier 1800 ist klar über dem Vorhype-Niveau die Misty Lorelei-Karte und hier wohl die spannendste Karte seit hier mit 3200. Das würde ich so ziemlich als den maximalen Pop-Stand sehen in Sonne und Mond. Und wenn wir das vergleichen mit erst Shinister V, wo 17.000 gegradet worden sind von Mani, oder nehmen wir Vista Universe, 17.000 mal Elsa Spark gegradet, ist natürlich klar, dass diese Schweizer Schildsets um ein Vielfaches mehr gebündelt worden sind, wahrscheinlich sogar um das Fünffache. Der Print scheint fünfmal zu hoch zu sein wie von diesen älteren Sets, weil in die Nachfrage rein geprintet wird. Wir haben Ambion und Darkrai auch hier stark über dem Vorniveau 2210er. Wir haben das Espeon für etwas über 200. Auch spannend hier die Tag Team Promokratiken auch runter. Auf Japanisch haben wir sie mit nur 867 Zehnern. Ist natürlich auch mit 800 recht teuer. Sehr spannend fand ich hier Shining Legend Mewtwo. 6800 insgesamt, nur 1900. Nur eine 35% Chance mit schlechter Printqualität. Die Karte hier steigt stark an oder ist stark angestiegen und ist nicht gefallen, vor allem in der 10er. Vor allem, weil es schwer zu graden ist. Und auch auf Japanisch hat diese Karte hier eigentlich einen neuen Höhepunkt. Derzeit mit 800. Also man sieht, es gibt in Pokémon immer irgendwo ein Schnäppchen, wo man sich irgendwas holen kann. Derzeit kann man es in Purpur ist es nicht. Ihr Schwert und Schild, womöglich teilweise Sealed-Produkte, aber Einzelkarten, Sonne und Mond ist natürlich eine extrem heiße Ära, wie wir hier in den Videos sehen. Low Pop. Es gibt interessante Karten. Man muss sich da ein bisschen reinschauen. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich jetzt am meisten zu holen, oder? Lasst mal eure Meinung da. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bezüglich diesen Kommentar und Wupp, Freunde, schaut sich hier eines dieser Videos an. Wow.